Herzlich willkommen zur 104. Folge Bacturios E-Log. Schön, dass ich mittlerweile immer mal das Licht ausmache. Ich sehe fast gar nichts. So. Ach, guck mal an, wir kriegen Eisenerz. Ja, das ist ja der Wahnsinn. So, hier, guck mal. Hast da ein paar Kupferplatte. Guck mal, da kriegst du noch ein paar davon. So, jetzt kann das hier natürlich auch ein bisschen besser vorangehen. Dann läuft das hier ein bisschen besser, wobei das eigentlich wir gar nicht brauchen. Aber dann ist das wenigstens so vollgelaufen. Sind die zu langsam beim Ausladen oder beim Einladen? Nö. Alles supi. So, da staut sich, dann kriegt ihr wieder ein bisschen was ab. Dann könnt ihr wieder ein bisschen was machen, wobei ihr eigentlich... Ah, noch nicht ganz. Guck mal, ich habe für euch hier nochmal so eine schönen Microcircuits. Ja, also wie gesagt, dann haben wir jetzt zumindest ein paar Fließbänder. Wir können die an... Ah, jetzt haben wir natürlich die Anlage hier oben. Ich hätte gesagt, wir fangen bei Rot an. Ne? So, bis wie weit hatten wir den Platz gelassen hier? Wir starten. Ups, wir starten dann. Starten hier mit Rot. So, du brauchst Purified Water und du kommst Nitric Wastewater kommt raus. Zack, 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 ups, einer zu viel, zack, 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 das funktioniert nicht. Plastikrohre, Plastikrohre, Plastikrohre. Wie viel haben wir davon jetzt noch gebaut? Na toll. Da, 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 da. So. Jetzt ist die Frage. Da kommen wir dann mit. Kommen wir nicht hin mit unseren netten Sachen.
mal so, ne? Warte mal. Der steht da falsch. Der steht da falsch, dann immer so. Zeug und Geoden. Das heißt, sie müssen auch irgendwo die Geoden dann hinbekommen. Am besten, wenn wir dort eine Korschanlage bauen und Liquefier. Die uns das Zeug dann wieder zur Küste Story machen, dass wir dann irgendwo hier wieder einspeisen können. Hier. Am besten irgendwo hier unten runter. Das heißt, wir brauchen eine Anlage, die das ganze, ganze Geschichte unten drunter reinbastelt. Genau. So, Eisen ist durch, beziehungsweise Eisen ist voll, ist noch ein durchlaufender Posten. Läuft denn das jetzt von hier unten wieder alleine? Läuft die Anlage denn hier wieder komplett alleine? Nicht perfekt, aber sie laufen. Ja, voll, nicht voll. Voll, voll. Voll, voll, voll. Ja, hier ist es halt nicht voll. Hier ist voll. Das sind halt genau die beiden Anlagen, die wir brauchen, ne? Hellblau und dunkelblau. Na gut. Fakt ist halt, wir brauchen Flotationszellen. Dafür brauchen wir Stahl. Und Stahl ist nicht so wirklich vorhanden. Das heißt, wir könnten jetzt umlagern von da nach da. Machen wir nicht. Ich lager die ganze Geschichte mal um von hier vorne nach da hinten. Also aus unserer Lagergeschichte hier. Damit wir die Lager nach und nach auch mal leer bekommen. Glas, Bleiplatten. Ja, dann nehme ich aber noch mal alles an Zinn mal wieder mit, was wir da noch haben. Die Leiter nach oben müssen wir erstmal noch lassen.
Das liegt aber trotzdem eigentlich fast. Ja, ich lasse lieber ein bisschen mehr Platz zwischen. Ich weiß nicht, inwieweit wir da noch. Ja, das brauchen wir aber eigentlich nicht. Egal, ist jetzt erstmal nur ein Prototyp zum Ausprobieren. So, pass auf, du bekommst jetzt. Nochmal Kupferplatten. Du gibst mir mal ein Eisen her. Dass wir jetzt einmal komplett nach hier umlagern. Du machst ja aus einer Eisenplatte ein so ein Dings und du machst aus einer so ein Glowing aus 8. Gut, das macht aber trotzdem halt nicht wirklich viel mehr. Mal 13.000. Aber da hat man auch nicht mehr viel übrig. Mach mal. Noch ein bisschen Stahl. Aber ich bräuchte halt auch ein bisschen was. Brauche dann nochmal 12, ja, 24 Flotation Cells eigentlich. Zweihundertvierzig, 480. 480. Also um die 500 brauche ich. So 10 und da fehlt dann der Claybricks. Alles da. Gut, so, dann könnt ihr euch jetzt hier mit dem Stahl nochmal eine Runde vergnügen. Macht nochmal ein paar Fließbänder. Und dann, ja. Sieht das eigentlich schon mal ganz gut aus. Oh, was kommt denn hier an? Was sehe ich denn gerade da? Es kommt ab und zu doch mal was an. Ja, und trotzdem müssen wir die ganze andere rüber schieben. Wo ist denn eigentlich? Die hatten wir hier hinten, ne? 62, so 22, ja, 252. Das hier macht mir so, nee, das nicht, das hier 101.000 Prozess. Auch wunderbar hinterher. Nö, du hast einfach viel zu viel.
Wir bräuchten eigentlich hier. Wobei der Blast Furnace hat einen vollen Ausgang. Wir bräuchten eigentlich noch eine Strength Casting Machine. Na gut, okay. Also wie gesagt, hier ist das, die ganze Anlage muss deutlich weiter hier rübergezogen werden, aber dafür müssen wir dann nochmal die ganze Geschichte wegmachen. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne erst nochmal wir lassen die stehen, dass wir immer Platz haben für Erweiterungen. Wie viel Luft habe ich denn da gelassen? Da gehe ich, genau, da gehe ich mich gleich immer. Das war nichts. Wie baue ich denn den mal ein? Ach so. Das war der Grund. Also das Ding da rein. Man hat Erweiterung noch nach da. Und es geht dann weiter. Gut. Problem an der ganzen Geschichte heute ist, wir müssen leider Gottes ein klein wenig früher Feier machen, weil ich muss jetzt gleich noch weg und deswegen schaffe ich es leider nicht, die letzten 2 Minuten zu machen. Ich würde sagen, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.